dass er selbstverantwortlich festzustellen, ob die Frau minderjährig ist oder nicht. Und wenn sie minderjährig war, dann ist er strafbar. Bei einer Zwangsprostituierten ist das nicht so. Also da muss er sich nicht erkundigen. Und insofern ist er ein bisschen aus der Verantwortung genommen. Und da müsste sich ganz klar das Gesetz eigentlich ändern. Also anders, und selbst wenn sich's ändert, das haben Sie ja angedeutet auch, selbst wenn sich's ändert, ist ja die Frage, ob das tatsächlich eine Veränderung der Zustände bewirkt. Also das ist auch gerade in Bezug auf die Freiherbestrafung ja wirklich sehr umstritten. Also beispielsweise in Schweden, die eine sehr weitgehende Freiherbestrafung haben, nicht nur für Freier von Zwangsprostituierten, sondern für Freier insgesamt, beobachtet man ja durchaus das Phänomen, dass es so Verdrängungseffekte gibt, noch weiter in die Unsichtbarkeit. Und je mehr Sexarbeiterinnen in der Unsichtbarkeit sind, umso mehr sind sie sozusagen an Vermittlerstrukturen gebunden, umso mehr sind sie Gewalt ausgesetzt. Also das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, ob da wirklich die Strafbarkeit den Wandel bringt? Ich glaube auch nicht, dass es die Strafbarkeit ist. Ich glaube, es ist die Verantwortung der Gesellschaft. Mhm. Und das heißt zunächst mal, glaube ich, der Behörden und der Gesetze. Und wir haben keine geeigneten Auffangmechanismen. Es gibt ein wunderschönes Buch von Mary Kreutzer, mit der ich dieses gemacht habe, und Alicia Allgäuer, das heißt In Freiheit leben, das war lange nur ein Traum. Das sind Geschichten von Frauen drinnen, die es rausgeschafft haben. Schöne Geschichten. Was man dabei sieht, ist, das braucht Zeit, das braucht Unterstützung, das braucht sichere Wohnungen und das braucht Behörden, die diesen Frauen einen Aufenthalt ermöglichen. Und das fehlt bei uns. Die werden abgeschoben. Und so wird man das nie bekämpfen können, wenn man nicht die Rechte der Opfer in den Mittelpunkt stellt. Was mir, und da springe ich jetzt ein bisschen raus, gebe ich zu, aber was mir ein völlig unbehandeltes Problem zu sein scheint, ist, wenn man sich mal, also Kevin Bates in seinem Buch Die neue Sklaverei macht das ja sehr deutlich, wie die Verhältnisse in Thailand sind. Die Frauen haben 10 bis 15 Freier pro Tag, also die Zwangsprostituierten machen das 2 bis 5 Jahre lang, dann sind sie sozusagen verbraucht, werden ausgetauscht gegen neue, der Markt ist da unersättlich. Und diese Frauen leiden unter, ich habe mir das mal notiert, Aggressivität, Lethargie, Selbstverachtung, Suizidversuchen, Verwirrung, Psychosen, Depressionen, Wahnvorstellungen und allem anderen. Das heißt, die kommen da raus, sind traumatisiert. Es gibt überhaupt keine Möglichkeiten, das aufzufangen. Es gibt keine Therapiemöglichkeiten. Es gibt aber auch keine großartigen Untersuchungen darüber. Ich vermute mal im Übrigen, dass das bei uns in Deutschland nicht ganz anders ist. Ich meine, weiß da jemand, was da passieren wird in den nächsten, ich sage jetzt mal 10, 20 Jahren? Weil in dieser Dimension hat das ja nun eindeutig zugenommen. Ja, aber das Gute ist, dass wir auch die Erfahrungen haben von Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel der Solvo, die wir gesehen haben, dass es schon geht. Diese Frauen sind stark. Also die haben diesen ganzen Weg hinter sich gebracht. Also die meisten haben eine die sind schon Kämpferinnen. Und wenn man ihnen den Raum gibt und die Betreuung gibt und die Zeit auch gibt, dann funktioniert das auch. Also die kommen wieder auf die eigenen Füße. Aber das machen wir nicht. Sondern wenn eine aussagt, also wenn sie so mutig ist, und das ist ein unglaublicher Mut, weil damit setzt sie ihr Leben aufs Spiel und das ihrer Familie, zur Polizei zu gehen und die Täter anzuzeigen, dann geben wir ihr genau so lange eine Aufenthaltsgenehmigung, wie sie fürs Verfahren nützlich ist, und danach wird sie abgeschoben in die Hände der Menschenhändler, die zu Hause sind. Ich war gerade in Nigeria bei einer Frau, der genau das passiert ist. Und das ist unsere Verantwortung. Also da, glaube ich, müssen wir was ändern. Die Frauen, die schaffen es schon, glaube ich, wenn wir die Rahmenbedingungen schaffen. Also wenn Sie sich weiter informieren wollen, meine Damen und Herren, tiefer mit dem Thema befassen wollen, Wahre Frau, wir verlosen das gleichnamige Buch von Corinna Milborn und Marie Kreutzer, das im Ecowin Verlag erschienen ist. 5-mal. Details finden Sie übrigens auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Und wenn man in die Geschichte einsteigt, und Michael Zeuske ist dafür ja ein Spezialist, beginnt man zu ahnen, wie unterschiedlich Sklaverei sein kann, je nachdem in welchem Land, welcher Religion und Region, welcher Kultur man sich befindet oder mit welcher Nationalität oder ethnischen Zugehörigkeit man es jeweils dann zu tun hat. Sklaverei in den USA war anders als in Goa, Sansibar, Bali oder in den deutschen Kolonialgebieten, dem Küstenbereich Deutsch-Ostafrikas, Sie haben das eben angesprochen, der heutigen Vereinigten Republik Tansania. Und doch zeigt sich bei allen Unterschieden, dass Sklaverei, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, ein Grundmotiv der Geschichte unserer Gattung ist, leider. Bereits in den frühen Hochkulturen gab es Sklaverei und in der Antike war sie weit verbreitet. Jeder Mensch konnte jederzeit verschleppt und verkauft werden, durch Kriege oder Raubüberfälle. Im klassischen Griechenland war die Sklaverei wesentlicher Bestandteil von Wirtschaft und Gesellschaft. Sogar Philosophen wie Platon und Aristoteles machten sich zu ihren Befürwortern. Doch wie lässt es sich erklären, dass ausgerechnet in einem Land, das zur Wiege der Demokratie wurde, so viel Unfreiheit herrschte?
Also für einen athenischen Bürger, dort wo die Demokratie ihren Ausgang nahm, war das mit Sicherheit überhaupt kein Widerspruch. Für ihn war selbstverständlich, dass Frauen, Fremde, Nichtbürger und auch Sklaven von dieser Demokratie ausgeschlossen waren. Aber wir sollten gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Schauen Sie auf die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Als die ihre Verfassung ausarbeiteten, hatten sie mit Sicherheit auch nicht die Sklaven im Blick. Denn die waren auch ausgeschlossen von dieser Demokratie, die die Gründungsväter entwickelt hatten. Das Römische Reich hätte ohne Sklaven nicht existiert. Extreme Berechnungen gehen davon aus, dass auf 20.000 römische Bürger bis zu 400.000 Sklaven kamen. Sie mussten Frondienste in Landwirtschaft und Haushalt verrichten. Nur gebildete Sklaven übernahmen wichtige Aufgaben als Schreiber in hohen Ämtern. Sie genossen ein höheres Ansehen, waren aber genauso rechtlos wie die anderen. Ja, das Problem ist, dass der Sklave im römischen Recht als Eigentum wahrgenommen wird. Und ein Eigentum hat keine Rechte. Es hat auch im gewissen Sinn keine Pflichten, weil der Herr bestimmt, was das Eigentum zu machen und zu tun hat. Es gibt wohl, das muss man eingestehen, so etwas wie Asylrecht, dass der Sklave beispielsweise an einen Altar fliehen konnte oder an eine Kaiserstatue und dort Misshandlungen seines Herrn anzeigen konnte und dann auch der Vorfall öffentlich untersucht werden musste. Aber ansonsten hat ein Sklave ganz wenig Rechte. Vorherrschend im Mittelalter ist der muslimische Sklavenhandel. Millionen von Schwarzafrikanern wurden in die arabische Welt, in die Türkei und nach Indien verkauft. Nach der Entdeckung Amerikas stiegen die europäischen Kolonialmächte ins Geschäft ein. Sie verschleppten etwa 11 Millionen Schwarzafrikaner über den Atlantik zur Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen. In rund 300 Jahren wurden mehr Menschen versklavt als in der ganzen Antike. Also der transatlantische Sklavenhandel bringt vor allem einen Moment in die Sache hinein, was in der Antike mehr oder weniger fehlt, nämlich den Rassismus, weil es waren vor allem Schwarzafrikaner, die nach Amerika gebracht wurden und die bildeten dort ja eine neue Schicht von Menschen bis heute und schufen ja eigentlich die Rassenproblematik, die in den Vereinigten Staaten beispielsweise bis vor wenigen Jahrzehnten noch eine sehr gewichtige Rolle gespielt hat. Unsere heutige Vorstellung von Sklaverei ist vor allem von der Plantagenwirtschaft in den USA geprägt. Hier beginnt im 19. Jahrhundert, nach den ersten Erfolgen in England, der entscheidende Kampf um die Abolition, um die Abschaffung der Sklaverei in den Industrieländern. Da müssen unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt haben. Einmal ja, der Einfluss der Aufklärung, Gleichheit der Menschheit, aber auch die ersten Wirtschaftstheorien, die belegt haben oder zumindest die These aufgestellt haben, dass Sklavenarbeit ineffizient ist. Dann kommt hinzu natürlich ein starkes religiöses Moment. Die ersten Gegner der Sklaverei waren Quäker, die aus religiösen Motiven Sklaverei ablehnten. Und schließlich muss man auch ganz deutlich sagen, es war ein politischer Impetus. Im 20. Jahrhundert erklären nach und nach alle Nationen die Sklaverei für abgeschafft. Doch das gilt nur auf dem Papier. Neue Formen menschlicher Entrechtung und Ausbeutung sind entstanden. Der totalitäre Zugriff heißt Zwangsarbeit. Im Unterschied zur Sklaverei ist Zwangsarbeit aber mit keinem Besitz verbunden. Ein Besitzer trägt auch Verantwortung, denn er möchte letztlich die Arbeitskraft seines Sklaven erhalten. Anders im NS-Staat. Ihm ging es um absolute Macht und Vernichtung. Vernichtung durch Arbeit. Mauretanien war 1980 der letzte Staat, der die Sklaverei abschaffte. Doch Entrechtung und Ausbeutung existieren weiter. Mindestens 27 Millionen Menschen sollen weltweit in sklavenähnlichen Verhältnissen leben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, Herr Zorska, aber wenn man
Arbeit sozusagen, Arbeit, die Körper vernichtet. Das ist das Prinzip. Und es gibt genug Leute, die sozusagen nachrücken. Kevin Bales in seinem Buch schreibt, dass der Unterschied zwischen der alten und neuen Sklaverei darin liegt, dass heute die Rendite viel höher ist. Also früher in Amerika bei den Baumwollsklaven 5%, heute in Indien 50%. Das sieht doch so aus, als ob wir da überhaupt nicht rauskommen. Tja, das ist die Befürchtung. Es gibt also eine ganze Reihe von Sklavereihistorikern, die sagen, Sklaverei hat es immer gegeben und wird es immer geben. Aber da werden wir ja zum Schluss noch drüber diskutieren, was man sozusagen gegen Sklaverei machen kann. Ich würde zunächst davon ausgehen, wenn man wirklich radikal den menschlichen Körper als Kapital begreift, dann ist ein Sklave unter Kontrolle eines Besitzers, eines Eigentümers, multivalent, und zwar sehr multivalent einsetzbares Kapital, Investment, Kreditgrundlage, kann mehrfach verkauft werden, immer kommt mehr Geld raus, kann Dienstleistungen rausgeholt werden, Sexdienstleistungen, was weiß ich, alles, was hier im Konkreten diskutiert worden ist. Er ist ein Arbeiter, aus dem viel Gewinn rausgezogen wird, und es geschehen immer sozusagen mit diesem Grundkapital. Sklaven können auch als Geld eingesetzt werden. In vielen Gegenden Afrikas beispielsweise sind Sklaven immer sozusagen als Bezahlung, Zoll, eingesetzt worden. Und da kommen immer neue Formen des Kapitals dann raus. Also mit diesem Grundkapital menschlicher Körper kommen dann sozusagen die anderen Formen des Kapitals zustande. Geldkapital, Finanzkapital und so weiter. Der gesamte Norden, die sogenannten Industrieländer, wie sie genannt worden sind, haben ihre Grundlage. England, erste Industrienation, die größte Sklavereination des 18. Jahrhunderts. Also das bezieht sich ja jetzt tatsächlich auf wirklich Industriezweige, also sagen wir mal Baumwolle, Feldarbeit und so weiter. Bales macht die Rechnung auf, also wenn ich 200.000 Kinder und Frauen in Thailand, darauf bezieht er sich, habe, die ein Jahr lang arbeiten, erwirtschaften die ungefähr 10,5 Milliarden Dollar. Wir haben uns da eben kurz drüber unterhalten, ich konnte es erst nicht glauben, also die Rechnung scheint aber tatsächlich zu stimmen. Wenn ein Körper so viel bringt und jede Menge Körper, Stichwort Überbevölkerung, verfügbar sind, gibt es da überhaupt irgendwelche Anreize, damit aufzuhören? In Zeiten der Debatte um Kapitalmarktregulierung würde ich sagen, man muss bestimmte Formen des Kapitals und seiner Derivate, ich benutze mal ganz bewusst dieses Wort, und seiner Derivate, nämlich ausgehend vom menschlichen Körper, muss man verbieten. Das klingt ja für viele abstrakt. Jetzt bringt er auf einmal diese Form von körperlicher Versklavung, bringt er jetzt auf einmal zusammen mit Banken- und Aktienhandel. Wie bitte hängt das zusammen? Bis zum 18. Jahrhundert, bis England den Sklavenhandel verbietet, ist diese Form sozusagen viel direkter. Es werden faktisch 12 Millionen aus Afrika rausgeholt. Importiert. Und die werden sozusagen qua Zwangsmigration nach Amerika gebracht. Dort sind 6 bis 8 Millionen, weit mehr als weiße Einwanderer, 2 bis 3 Millionen im Grunde nur. Und die schaffen alle Werte. Mit ihrer menschlichen Arbeit, mit ihrer Dienstleistung, mit ihrem Kauf, Wiederverkauf, als Kreditgrundlage, Beleihung, was auch immer. Der Unterschied zu heute ist nur, die habe ich gesehen. Ja, klar, die habe ich gesehen. Heute sehe ich die aber nicht. Was jetzt erstmal mein Punkt ist, da kommen dann sozusagen die anderen Formen des Kapitals dann raus. Ja, durch den Verkauf kommt das Geld, das kommt auf die englischen Banken und da wird dann Industrialisierung gemacht. Und die sind sauber dann. Das ist der ursprüngliche Bankzusammenhang. Ja. Und wie ist das heute? Also wenn ich eine schöne, saubere deutsche Bank, einen schönen, sauberen Konzern sehe, da habe ich ja erstmal große Mühe nachzuweisen, hör mal, du benutzt hier mit deinem Unternehmen tatsächlich Sklaven, um deine hohe Rendite zu erwirtschaften. Kreditfinanzierung für Baumwollindustrie im großen Stil, könnte ich mir das vorstellen. Ich kann das jetzt nicht ganz konkret nachweisen. Mhm. Aber es ist aber bei einer Reihe von Unternehmen durchaus nachzuweisen. Ja. Also in der Schokolade zum Beispiel, da gibt es ja auch die Selbstverpflichtungen der Konzerne, die inzwischen selbst sagen, naja, geschafft haben sie es nicht, weil der Kakao wird nach wie vor von Kindersklaven geerntet. In der Baumwolle haben wir dasselbe. Also die Baumwolle wird ja auf so verschlungenen Wegen bis ins T-Shirt und zu uns gebracht. Dass die Konzerne selbst sagen, wir wären da zwar dagegen, aber wir können es gar nicht kontrollieren. Also vermutlich ist da irgendwo Sklavenarbeit drinnen. Aber das Problem, das wir haben uns eine Welt geschaffen innerhalb der letzten 10, 20 Jahre, wo wir gar nichts mehr dagegen tun können. Weil es könnte ja jetzt der deutsche oder österreichische Staat gar nicht sagen, wir machen Importverbot. Überall, wo wir draufkommen, da ist Sklaverei drinnen, das darf nicht eingeführt werden, geht gar nicht. Welthandelsorganisation, da könnte man geklagt werden. Ja. Man könnte das nicht mal kennzeichnen, eine Kennzeichnungspflicht einführen. Das haben wir alles aufgegeben.
geben. Aber mir ist das trotzdem ein bisschen zu pessimistisch, wie Sie das sagen. Ja, ja. Wir haben ja Ansprüche, die müssen wir halt wieder reinbringen. Wir brauchen einfach wieder diese Ansprüche, die in den letzten 10, 20 Jahren verloren gegangen sind. Es hat ja die Diskussionen gegeben, Arbeitsstandards in die Welthandelsregeln und was nicht aus